Und los geht's. Ja, ich sage Ihnen mal ganz, am besten mache ich es ganz einfach. Ich gehe erstmal nur auf die Gesundheitsreform, eine von 20 Reformen ein, die zeigt Ihnen aber das Prinzip dieses dritten Systems. Stellen Sie sich vor, dass da wäre mein Hausarzt, der würde befreit von allem Papierkram. 50% seiner Arbeitszeit, die bis jetzt ruiniert wurde durch Papierkrieg, würde frei werden. Dann bietet er mir kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportveranstaltungen, Sportverein kostenlos, Gesundheitssportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos. So eine Art Gesundheits-Lifestyle-Club, ja? Und wenn ich dann zum Beispiel für jeden Monat, den ich gesund bleibe, vereinfache jetzt ein sehr kompliziertes System, gibt es quasi Geld für den Arzt. Also er kriegt nicht mehr für die Spritze und die Tablette Geld, sondern nur noch für den Gesundheitszustand der Versicherten. Es wird quasi geguckt, jemand hat ist chronisch krank, hat starke Kosten verursacht, viele Medikamente. Und wenn er es schafft, mit Prävention so ein bisschen die Medikamentenzahl reduzieren zu können, kriegt er schon ein fürstliches Honorar, ja? Und das ist das Prinzip, dadurch sparen wir 70 Milliarden Euro pro Jahr ein. Jetzt müssen wir uns natürlich rührend um die Pharmaindustrie kümmern, sonst haut die uns den Schädel ein. Denn dann geht es ja jetzt in Deutschland zurück mit dem Tablettenkonsum, ja, etwas, ja. Und da müssen wir die Aktionäre denen helfen, entschädigen, Dividenden konstant halten, damit diese Transformation zu Gesundheitsförderungskonzernen gelingt in Deutschland. Wir dürfen die nicht allein lassen, sonst werden die stinksauer und dann blockieren die uns. Und dann haben wir alles verloren. Ja? Erster Eindruck zu diesem, alle 20 Reformen machen immer das Gleiche. Unsere Gesundheit, unsere Wohlfühlnoten werden zur Entscheidung, zur Berechnung der Gewinne der Firmen und Wettbewerb findet statt darin, die verschiedenen Firmen versuchen sich darin zu übertreffen, ihre Lebensqualität messbar zu verbessern. Was halten Sie von diesem neuen dritten System? Also erstmal meine Frage, inwiefern, wenn ich krank bin und nur gesund werden kann durch Tabletten, zählt das dann trotzdem als kranker sein, weil man eben Tabletten konsumiert? Das würde praktisch unverändert. Der Arzt würde dann sagen, ja okay, wenn bei Ihnen wirklich mit der Ernährung nichts hilft, mit der Bewegung nichts hilft, dann kriegen Sie ganz normal weiter Ihre Tabletten und es läuft alles genauso weiter. Der Arzt stützt sich natürlich mit Vorrang auf die Leute, wo er sieht, ja hoppla, der hat 30 Kilo Übergewicht und garantiert hängt sein Diabetes mit dem Übergewicht zusammen. Den versuche ich sanft zu verführen zu einer Ernährungsumstellung und zu Sport und Abnehmen und so weiter. Und dann, ja, aber wenn jemand das braucht, dann kriegt er seine Medikamente einfach weiter. Kein Problem, ja. Also grundsätzlich klingt es sehr gut natürlich, wenn man eben die Gesundheit fördert und nicht eben die Krankheit. Die Pharmaindustrie ist natürlich, weiß man nie so genau, aber da bin ich mir sicher, dass das natürlich alles nicht immer ganz richtig abläuft. Grundsätzlich finde ich das ein sehr gutes System, wobei ich sagen würde, dass wenn man dafür Geld bekommt, dass ein Mensch gesund ist. Ich würde sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die gesund sind. Es gibt auch sehr viele Menschen, die krank sind. Und ich weiß nicht, ob sozusagen so viele Menschen sind, die gesund sind, dass das so hohe Kosten sind für den Staat, dass der wiederum sagt, so, nee, dann können wir uns lieber die Kranken leisten als die Gesunden. Also die Berechnung, also wenn jetzt zum Beispiel das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter, dem Sie ja auch Ihre Wahlstimme anvertrauen, wenn der jetzt errechnet, dass dieser und jener Arzt, dieser konkrete Hausarzt, wirklich eine gesundheitsförderliche Wirkung auf seine 2.000, 3.000, 1.000, 4.000 Versicherten, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben, hat, dann wird das berechnet und natürlich wird nur so viel ausgeschüttet für die Gesunden, wie verkraftbar ist. Also so, dass der Arzt zwar, wenn er wirklich gut gesundheitsförderliche macht, mehr verdient als früher, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und dadurch bleibt das alles im finanziell überschaubaren Rahmen. Ja? Und wo spielen da die Versicherungen die Rolle oder wie kommen die mit ins Spiel? Ja, bei den Versicherungen macht uns die größte Sorge. Ja, Wissenschaftler denken natürlich auch darüber nach, warum sind eigentlich bis jetzt die Krankenversicherungen so wenig interessiert an echter Gesundheit. Das liegt daran, dass der Vorstandsvorsitzende einer Krankenversicherung sich wichtiger fühlt, wenn er einen 100-Milliarden-Konzern leitet, als wenn er einen 50-Milliarden-Konzern leitet. Ja? Und deswegen ist das Interesse suboptimal an der Gesundheit. Also müssen wir denen
Prämien, angemessene Prämien ausschütten, wenn die sich wie so ein Hausarzt verhalten und sagen, mein Idealziel ist, dass alle Versicherten meiner Versicherung gesund bleiben und gesund werden. Ja? Und dafür muss er kleine Prämien kriegen, sonst überwiegt bei ihm das Interesse daran, lass sie doch alle krank sein, ich bin dann wichtig. Das muss man korrigieren. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man viele Aspekte bearbeitet, beziehungsweise daran optimiert und das eben auch versucht, wie die Umsetzung tatsächlich aussieht, es ist auf jeden Fall ein interessantes System. Es geht dann weiter mit dem Ernährungssystem, ja, der Aldi und der Alnatura. Da wird gemessen, wie die gesundheitliche Wirkung ist. Dann wird sich also Alnatura und Aldi und so weiter, Aldi wird sich in den Gesundheitsmarkt umstellen, denn den entscheidenden Mehrprofit macht er in Zukunft, wenn ich als Kunde nicht krank werde. Ja? Und dadurch kommt so eine Interessenslage auf. Erstens, Landwirtschaft, liebe Zulieferer, stellt eure Landwirtschaft um auf naturbelassen, auf Permakultur, auf Bio und so weiter, weg von Glyphosat und all diesen Giften. Und so geht es dann immer weiter. Also die gesamte Gesellschaft wird in Richtung Gutes umgewandelt. Der Grundansatz ist eigentlich ganz einfach gesagt. Nicht einfach darauf hoffen, dass die Wirtschaft Gutes tut, sondern messen, ob sie Gutes tut oder nicht und dafür Gewinne ausschütten. Das ist eigentlich das Neue daran. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, die Leute zu überzeugen, das heißt die Versicherungsmenschen zu überzeugen oder die Pharmaindustrie, wie Sie schon sagen, dass man eben mit Prämien gegenarbeiten, aber ich bin mir sicher, dass es da auf jeden Fall eine Schwierigkeit sein wird. Ja, das heißt, also wir müssen ganz klar sein, also die Pharmaindustrie wird geleitet von den Aktionären, denn die gibt vor, Geld machen, um jeden Preis. Wenn aber der Aktionär dann erfährt, die Bundesregierung hält meine Dividende konstant, ich verliere also kein Geld, und ist es nicht doch auch für mich und meine Kinder besser, wenn Gesundheitsförderung besser belohnt wird in Deutschland? Ja, und dann kriegen wir sie. Ja? Zweifelsfall müssen wir noch einen kleinen Zuschlag geben. Wir müssen sie aber kriegen. Wenn sie Widerstand leisten, dann haben wir verloren. Denn die Pharma, wir sind ein Lobbyistenstaat und die Lobbyisten gewinnen immer. Also darauf müssen wir achten. Ja? Und jetzt stellen Sie sich die praktische Umsetzung vor. Gerade war das Problem, WDR, der läuft rum, die wollen nur mal schnell Bilder Fridays for Future, weil die interessiert immer nur, wer prominent ist. Ich habe denen ein Gespräch angeboten, zweite Scientist for Future. Nein, prominent ist, also das sagen die nicht, aber die denken im Hinterkopf, prominent ist nur Greta Thunberg und Fridays for Future. Alles andere darf ich jetzt keine Bilder bringen und auch kein Interview. Ja? Und das ist so traurig. Und da gibt es nur eine Lösung. Wir müssen mit den Vernünftigen, haben Sie gemerkt, die jungen Leute waren ganz freundlich zu mir, aber einige sind so revolutionär, die glauben wirklich noch an den Kommunismus. Ja? Die glauben, die wollen den nochmal wiederholen. Und das dritte System ist ja quasi kein Kommunismus. Ja? Es ist zwar eine menschenfreundlichere Gesellschaft, aber kein Kommunismus. Und das finden viele schlecht. Viele von denen, die sind ganz extrem linksradikal gepolt. Aber ich versuche halt über diese Interviews auch die Vernünftigen zu erreichen. So, weil die schauen sich die Videos schon auch an, ja, und dass dann irgendwann es dazu kommt, Greta kommt aus USA zurück, dann steht sie hier, dann alle Journalisten um uns rum und dann sagt sie nur einen Satz. Lasst uns doch mal in jeder Talkshow weltweit kontrovers diskutieren, ob das dritte System der zweiten Scientists for Future nicht für uns alle eine Lösung sein kann, denn die haben uns ja versprochen, wenn wir so viel Gelder einsparen, dass wir davon auch die Klimaziele finanzieren können. Wir haben den konkret 900 Milliarden in Deutschland angeboten fürs Klima. Und gucken Sie mal, was hat Merkel bis jetzt angeboten? 80 Milliarden für Kohlestopp 38. Wir haben denen angeboten 900 Milliarden für Kohlestopp 26 und noch viel mehr. Und trotzdem, die Aussage gerade vorhin wieder der junge Mann, nein, das ist mir nicht revolutionär genug. So läuft das. Ja? Und das ist für uns die Professoren und Doktoren so schade, dass quasi so nochmal dieselben Fehler gemacht werden, wie damals, meine Eltern waren ja bei 68 dabei und so weiter, denselben Irrweg, der dann am Ende bei der RAF wendet, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Und das dritte System hat mich überzeugt. Ne? Ja, dann danke ich Ihnen. Also nochmal abschließend Ihre letzte Bemerkung dazu. Sie haben zum ersten Mal vom dritten System der zweiten Scientists for Future gehört. Ihr erster Kurzeindruck dazu abschließend. Dass es auf jeden Fall eine Idee ist, die es wert ist, darüber nachzudenken. Wobei eben in der genauen Umsetzung auf jeden Fall da natürlich die Menschen fehlen und dass man das auf jeden Fall, wenn man darüber sich mehr unterhält und mehr darüber diskutiert, das auf jeden Fall ein Gedanke wert ist. So.